Ein starkes Zeichen der Einigkeit setzten die freiheitlichen Wirtschaftsorganisationen RFW und FPÖ pro Mittelstand bei einer Enquete in Wien. SPÖ und ÖVP machen den Unternehmern in Österreich das Überleben mit immer neuen Belastungen schwer. Es braucht neue Impulse und eine aktive Wirtschaftskammer, um vor allem den Klein- und Mittelbetrieben als größte Arbeitgebergruppe in Österreich wieder zu neuem Aufschwung zu verhelfen. Der Wirtschaftsflügel der FPÖ hat sich für die anstehenden Herausforderungen in Position gebracht. Der Ring freiheitlicher Wirtschaftstreibender, kurz RFW, und in Wien für die Freiheitlichen Einsicht die Liste FPÖ pro Mittelstand nehmen die Belange der Wirtschaftstreibenden ernst und setzen sich massiv für die notwendigen Rahmenbedingungen ein. Großes Thema bei der Veranstaltung im Wiener Palais Eppstein war die beschämende Wirtschaftspolitik der Bundesregierung, die die heimischen Unternehmer mehr denn je im Regen stehen lässt und eine starke, geeinte, freiheitliche Wirtschaftspolitik auf den Plan ruft. Die derzeitige Politik, die gemacht wird, ist eine Politik, die wirtschaftspolitisch, wenn man so will, fast schon eine Totengräberpolitik darstellt gegenüber den kleineren und mittleren Unternehmern. Es wird ausschließlich nur mehr auf Bankeninteressen Rücksicht genommen, ausschließlich nur mehr auf globale Banken und auch Konzerninteressen Rücksicht genommen, und die kleineren und mittleren Unternehmer werden völlig im Stich gelassen. Als Unternehmer bin ich gewohnt, dass ich mich den täglichen Wettbewerb stellen muss. Und ganz im Unterschied zur Bundesregierung, die hoffentlich heuer abgewählt wird und sich dem Nichtstun hingibt, das kann man sich als Unternehmer nicht erlauben. Der freiheitliche Obmann sieht mit Zuversicht in die weitere Zukunft, was die wirtschaftlichen Bestrebungen der FPÖ für Österreich betrifft. Gerade diese Kooperation zwischen dem Ring freiheitlicher Wirtschaftstreibender und dem Pro-Mittelstand in Wien, das ist eine sehr, sehr positive Entwicklung, und da bin ich sehr, sehr zuversichtlich, dass wir bei kommenden Wahlen auch positiv abschneiden werden, meine sehr geehrten Damen und Herren. Was auch vom RFW so mitgetragen wird. Es ist höchste Zeit, dass die Plattform und der Bundes-RFW 2015 viel, viel stärker werden, um unsere Sprache auch ein bisschen breiter und offensiver hinaustragen zu können. Auch die Ideen, uns negiert man in den Medien genauso wie die Partei. Und ich wünsche den Wiener Kolleginnen und Kollegen alles erdenklich Gute und bedanke mich auch für diese sehr intensive Freundschaft mit dem HC Strache. Ich bin stolz drauf, dass ich mit dem HC in diese Phase gekommen bin, weil die Partei, die er vertritt, das ist unsere wirtschaftliche Heimatpartei. Auch der Präsident von FPÖ pro Mittelstand verspricht, dass wir zusammen mit dem RFW-Bund in Gesamtösterreich und in Wien als FPÖ Mittelstand gemeinsam stärker werden und 2015 in der Wirtschaftskammer eine schlagkräftige Truppe zu haben und in der Nationalratswahl hoffentlich dann aktiv für die Unternehmer und Unternehmerinnen tätig sein können. Das rot-grün regierte Wien muss für dessen eigene wirtschaftliche Bedürfnisse ganz besonders berücksichtigt werden. Es braucht nämlich in Wien auch einen Gegenpunkt zur rot-grünen Staatsregierung, die ja nichts anderes macht als wirtschaftsfeindliche Politik. Es braucht im Endeffekt eine Vertretung wie pro Mittelstand, unabhängige, selbstständige Leute, die ihr Schicksal selbst in die Hand nehmen und für die Wirtschaft sorgen.